Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen beim Video Funktionsanalyse, Nachweis von Eigenschaften. In den letzten Videos haben wir verschiedenste Eigenschaften von Funktionen beleuchtet, immer so in Einzeletappen. In diesen beiden Videos wollen wir jetzt diese einzelnen kleinen Bausteine zusammenbringen und euch zeigen, wie man damit recht gut und schnell gute Aussagen über Funktionen treffen kann. So, wir haben hier ein Beispiel vorbereitet. Das ist das Beispiel auf der Seite 139, Nummer 4. Wir haben fünf Funktionsterme und fünf Graphen. Die passen noch nicht, weil die sind nicht untereinander. Ihr müsst sie richtig zuordnen. Probiert das mal. Und wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, gucken wir uns die erste Funktionsgleichung mal an. 1 durch 1 plus x². Wo sind senkrechte Asymptoten? Senkrechte Asymptoten gäbe es dann, wenn die Funktion eine Definitionslücke hätte. Wenn wir uns aber diesen Nenner anschauen, der kann niemals 0 werden. Das heißt, die Funktion hat keine Definitionslücke. Gut, dann ist klar, dann ist der Graph 4, der ist der einzige, der keine senkrechte Asymptote hat. Fertig ist schon die Begründung. Mehr müssten wir auch gar nicht schreiben, weil es ja eindeutig ist. Reicht aus. Die zweite Funktionsgleichung, das kann ich machen. Der Nenner ist 0, wenn x 1 ist. Das heißt, wir haben eine senkrechte Asymptote bei x gleich 1. Schauen wir mal schnell. Da gibt es 2, die kann es nicht sein. Die ist im negativen Bereich, hier gibt es auch 2. Aber das hier, bei 1 eine senkrechte Asymptote, das ist eindeutig. Gut, kommen wir zum dritten Beispiel. Wann ist hier der Nenner 0? Das ist ein bisschen schwierig, kriegen wir das hin? Der Nenner ist dann 0, wenn dieser hintere Teil hier 1 wird. 0,5 mal was ist 1? Naja, 0,5 mal 2. Was im Quadrat gibt 2? Da gibt es 2 Möglichkeiten, nämlich Wurzel 2 und Minus Wurzel 2. Wir besuchen also einen Funktionsgraph mit 2 senkrechten Asymptoten. Wer hier? Ist aber bei 1 und bei minus 2. Hier nicht, hier nicht. Bei 1 und bei minus 1. 1. Hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier sind nochmal 2. Da ist 4, hier ist 2. Das heißt, hier ist irgendwas mit 1,4 rum. 1,4, das ist ja gerade Wurzel 2. Also hier eine senkrechte Asymptote bei plus Wurzel 2 und hier eine senkrechte bei minus Wurzel 2. Gut, damit ist es auch eindeutig durch diese Begründung schon festgelegt. Gut, die vierte Funktion. Hier ist der Nenner 0, das ist wieder einfach, wenn x minus 1 ist. Das heißt, wir haben eine senkrechte Asymptote bei x gleich minus 1. Und das ist ganz klar. Hier sehen wir x gleich minus 1. Genau, hier bei minus 2, hier ist minus 1. Wenn wir hier nach oben und unten schauen, da nähert sich die Funktion dieser Asymptote an. Es gibt auch keine weitere, auf die es zutrifft. Also ist das auch eine eindeutige Zuordnung aufgrund der senkrechten Asymptote. Die letzte, wissen wir jetzt, was es ist. Wir versuchen es trotzdem zu argumentieren. Wann wird der Nenner 0? Wenn x² 1 ist. Das heißt, wenn x plus oder minus 1 ist. Das heißt, wir haben wieder 2 senkrechte Asymptoten. Die passt. Wir haben vorhin schon besprochen, dass die bei x gleich 1 und bei x gleich minus 1 liegen. Das heißt, auch hier ist es eindeutig zugeordnet. Ihr solltet gemerkt haben, wir haben gerade eben eigentlich nur über die senkrechten Asymptoten argumentiert. Wir zeigen euch aber jetzt mal, man könnte auch ganz andere Eigenschaften von den Funktionen betrachten. Was gäbe es denn für welche noch? Zum Beispiel bei der allerersten Funktion können wir einfach mal einen Schnittpunkt mit der y-Achse betrachten. Das ist immer ganz einfach, da muss man x0 einsetzen. Das ist immer sehr einfach zu rechnen, kann man immer gut machen. F von 0, das wäre 1 durch 1. Ist 1. 0 ist 1. Wir schauen mal, wo ist bei 0 1? Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier ja, hier nicht. Das heißt, wäre passt auch damit eindeutig zugeordnet. Wir könnten aber auch noch über die waagrechte Asymptote gehen. Überlegen wir mal bei der zweiten Funktion. Was ist hier die waagrechte Asymptote? Gut, wir schauen uns mal an. Zählergrad ist gleich Nennergrad. Das heißt, wir können einfach die Vorfaktoren betrachten. Hier steht 1 vor dem x, hier steht minus 1 vor dem x. 1 durch minus 1 ist minus 1. Das heißt, wir haben eine waagrechte Asymptote bei y gleich minus 1. Das haben wir hier nicht, denn hier ist minus 2. Hier ist sie irgendwo oben, hier ist sie auch irgendwo oben. Hier aber ist sie bei minus 1 eine waagrechte Asymptote. Das würde also auch gehen. Ihr seht, es gibt bei Funktionsgleichungen viele verschiedene Möglichkeiten, Aussagen über das Aussehen des Graphen zu treffen. Wir wollen heute mal in einem Schema, das sich Funktionsanalyse nennt, all diese Eigenschaften mal zusammenbringen und schauen, was können wir dann eigentlich alles über eine Funktion aussagen. So, das Verfahren, das wir hier machen, nennt sich vollständige Funktionsanalyse. Schritt Nummer 1 wäre das Bestimmen der Definitionslücken, gegebenenfalls die senkrechten Asymptoten zu nennen. Dabei zentral ist ja sozusagen auch das Verhalten für x, wenn es gegen die Definitionslücke strebt. Als nächstes macht man die waagrechten Asymptoten. Das ist das Verhalten, wenn x gegen plus unendlich oder gegen minus unendlich strebt.
Drittes wäre die Symmetrie. Und als viertens die Schnittpunkte mit den Achsen. Da gibt es zwei. Erstens A, die Schnittpunkte mit der Y-Achse. Da rechnet man f von 0 aus und guckt, was rauskommt. B, die Nullstellen. Da setzt man die Funktion f von x gleich 0. Als fünftes die Extrempunkte. Als sechstes die Wendepunkte. Und schließlich, wenn man all diese Informationen hier hat, kann man recht schön eine Skizze machen. Wichtig bei einer Skizze, gerade diese Punkte, die ihr ausgerechnet habt, bei 4, 5 und 6, die tragt ihr wirklich mit einem Kreuz ein und den Rest könnt ihr recht freihand verbinden. Achtet natürlich darauf, dass ihr nicht über die Asymptoten zeichnet. So, die Aufgabe 1 ist, welche Überraschung, führe eine vollständige Funktionsanalyse durch. Das ist die Funktion. Wir machen jetzt nacheinander die 7 Schritte, halten nach jedem Schritt an. Ihr probiert mal Schritt 1. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, die Definitionsmenge ist alle reellen Zahlen außer minus 2, weil da der Nenner 0 ist. Der Zähler ist für x gleich minus 2 ungleich 0. Das sieht man, wenn man es da einsetzt. Also x gleich minus 2 ist eine senkrechte Asymptote. Gucken wir an, ob es eine senkrechte Asymptote mit oder ohne Vorzeichenwechsel ist. Also für x schräg gegen minus 2 und x kleiner als minus 2 gilt. F von x schräg gegen, gucken wir uns das an. Das hier oben ist negativ, minus 6 wird das ganze Zähler auf jeden Fall, bleibt negativ. Hier, wenn es ein bisschen kleiner ist als minus 2, minus 2,1 sowas, und man addiert dann 2 dazu, ist das auch negativ. Auf jeden Fall negativ durch negativ, positiv, f von x gegen plus unendlich. Gut, überlegen wir uns das Ganze noch, wenn x gegen minus 2 geht und x größer ist als minus 2, schauen wir oben an, das bleibt auf jeden Fall auch negativ im oberen Bereich. Unten jedoch ein bisschen größer als minus 2 wäre zum Beispiel minus 1,9. Dann würde es unten in den positiven Bereich gehen. Negativ durch positiv wird negativ, also minus unendlich. Jetzt gut, zweiter Schritt in 3, 2, 1. So, wir sehen hier recht schnell, dass der Zählergrad gleich dem Nennergrad entspricht. Dann erinnern wir uns, wir haben einfach die Vorfaktoren der X-Potenz angeschaut, die den höchsten Exponenten hat, also hier 2 und 1. 2 durch 1 ist 2. Also haben wir bei y gleich 2 eine waagrechte Asymptote. Okay, Schritt 3 in 3, 2, 1. So, kommen wir zur Symmetrie. Wir erinnern uns, dass wir da f von minus x, mit dem fangen wir mal an, das zu berechnen, setzen ein, lösen die Klammer auf. Das ähnelt dem der Funktion, nee, ist nicht der Funktion. Gucken wir mal, ob es minus der Funktionsterm ist. Dazu klammern wir aus dem Zähler minus 1 aus. Dann würde das stehen minus 1, mal Klammer auf 2x plus 6. Das Minus kann man noch vorziehen, dann steht hier Minus im Zähler 2x plus 6. Im Nenner, der bleibt einfach da. Klammert man das ja nicht aus, man muss ja nur den Zähler ausklammern. Das ähnelt auch nicht Minus dem Funktionsterm. Also haben wir hier keine Punktsymmetrie zum Ursprung und keine Achsensymmetrie zur Y-Achse. Wichtig wäre an der Stelle zu wissen, die Funktion könnte theoretisch zu irgendeinem anderen Punkt, der eben nicht im Ursprung liegt, symmetrisch sein. Können wir allerdings mit diesem Verfahren hier nicht überprüfen. Deswegen bezieht sich hier keine Symmetrie wirklich nur auf diese beiden Standardfälle. Achsensymmetrie zur X-Achse und Punktsymmetrie zum Ursprung. Und jetzt geht's weiter mit den Schnittpunkten in 3, 2, 1. So, erst die Schnittpunkte mit der Y-Achse. Wir rechnen f von 0 aus. Das ist ganz einfach. Das ist fast immer einfach. Minus 6 durch 2 ist minus 3. Also sy ist 0 minus 3. Okay, als zweites die Schnittpunkte mit, der x-Achse, beziehungsweise man nennt sie auch Nullstellen. Wir nehmen die Funktion, setzen sie gleich 0. Wichtig ist, das Ganze hier ist eine gebrochen rationale Funktion. Also müssen wir nur den Zähler betrachten. Wann ist der 0? Und dafür ergibt sich x gleich 3. Und dann bitte nicht vergessen, auch wirklich das Ganze als Punkt anzugeben. N 3 0. Der fünfte Schritt kommt in 3, 2, 1. So, wir berechnen die Ableitung. Dazu haben wir die Funktion erstmal hier so umgeformt. Dann mit der Produktregel, hier ist ein bisschen lang, machen wir die erste Ableitung. Probiert mal alles genau nachzuvollziehen, ob ihr das hinkriegt. Danach haben wir es ein bisschen vereinfacht, indem wir einfach diese minus 1 hier in diese Klammer reingezogen haben. Aus dem 2x wird minus 2x, aus dem minus 6 wird plus 6. Steht so da. Danach, was haben wir gemacht, Latein? Ja gut, jetzt haben wir uns überlegt, wir bringen das Ganze wieder in die Bruchschreibweise. Das haben wir euch gesagt schon mal. Wenn man diese Ableitung dieser Schreibweise mit den negativen Exponenten stehen lässt, kann man sehr schwer nur Aussagen darüber treffen, wann ist das Ganze 0. Deswegen alles mit negativen Exponenten zurück in den Nenner. Das haben wir in der Zeile hier gemacht. Dann haben wir es auf einen Nenner gebracht. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Diesen Bruch haben wir mit x plus 2 erweitert.
Also sowohl Zähler als auch Nenner mit x plus 2 multiplizieren. Im Zähler steht dann zweimal, Klammer auf, x plus 2. Und der Nenner ist natürlich x plus 2 mal x plus 2, also x plus 2 im Quadrat. So, dann haben wir zwei Brüche mit demselben Nenner. Zwei Brüche mit demselben Nenner darf man den Zähler addieren, haben wir gemacht. Und hier haben wir es schon ein bisschen vereinfacht. 2x minus 2x fällt raus. 2 mal 2 ist 4, plus 6 ist 10. Dann haben wir 10 durch, Klammer auf, x plus 2 im Quadrat. Das haben wir 0 gesetzt. Wir wissen, wenn wir einen Quotienten 0 setzen, dann brauchen wir nur den Zähler 0 setzen. 10 ist gleich 0, mehr nie, das geht nicht, ist ein Widerspruch. Also gibt es keine Extremstelle. Gut, kommen wir zu fünftens den Wendestellen. Ihr könnt jetzt direkt mit dieser ersten Ableitung hier weiterrechnen, um die zweite und dritte Ableitung zu bestimmen. Und wir sehen uns wieder in 3, 2, 1. So, bevor wir weitermachen, ihr seht, gerade war die 4, hier war die 6. Wir haben es leider verzählt, und zwar war das oben gerade eben mit den Extremstellen natürlich nicht die 4, sondern der Schritt Nummer 5. Falls dir jemand schon einen Kommentar dazu geschrieben hat und sich jetzt freut, dass es ein Pflichtkommentar zählt. Tut mir leid. Okay, jetzt wirklich zu Nummer 6. Bevor wir die zweite Ableitung machen, dann schreiben wir die erste Ableitung wieder so um, dass der Nenner nach oben kommt mit negativen Exponenten. So, hier steht zwar wieder ein Malpunkt, wir haben also wieder ein Produkt, aber es ist diesmal keine Produktregel, denn bei dem 10 steht ja kein x mehr dabei. Das heißt, das 10 bleibt als Faktor stehen und wir betrachten nur den hinteren Teil. Und das ist eine Klammer, wo irgendwas mit x drin steht und das Ganze hat einen Exponenten. Das ist die Kettenregel. Wir holen also das minus 2 nach vorne als Faktor und verringern den Exponenten der Klammer um 1. Eine innere Ableitung der Klammer, das wäre gerade 1 als Faktor, der dahinter kommt, das können wir weglassen. Insgesamt bleibt also das übrig, was wir hinten sehen. Und jetzt haben wir das gleiche Problem wie eben bei der 5. Zähler gleich 0 setzen, das bringt nichts. Minus 20 ist ungleich 0, heißt, es gibt auch keine Wendestellen. Gut, die Skizze, Punkt 7, gibt es in 3, 2, 1. So, wenn wir jetzt eine Skizze machen bei so einer vollständigen Funktionsanalyse, tragen wir erstmal alles ein, was wir haben. Wir haben zunächst mal eine senkrechte Asymptote bei x gleich minus 2. Zeichnen wir gestrichelt ein, wie ihr sehen könnt. Wir haben eine waagrechte Asymptote bei y gleich 2. Zeichnen wir ebenfalls ein. Dann haben wir den Schnittpunkt mit der y-Achse bei 0 minus 3. Und wir haben die Nullstelle bei 3, 0. So. Das heißt, auf dieser rechten Seite hier ist der Verlauf relativ klar. Es muss sich beiden Asymptoten annähern und durch diese beiden Punkte gehen. Das ist einfach. Das machen wir nur oben. Da haben wir leider keine Punkte gegeben. Naja, auf dieser linken Seite wissen wir eine Information, denn wir wissen, wenn x gegen minus 2 strebt und kleiner ist als minus 2, dann strebt f von die x. Funktion gegen plus unendlich. Das heißt, wir wissen, dass es von da so verläuft. Außerdem wissen wir, dass es keine Extrempunkte hat, also es kann nicht so kommen, dann hier die Asymptote schneiden, hier einen Tiefpunkt haben, dann so gehen, das geht auch nicht. Das heißt, der einzig mögliche Verlauf ist so. Genau, und deswegen sieht der Graph der Funktion ungefähr folgendermaßen aus. Hier ist er, so sieht er aus, so könnt ihr ihn auch einzeichnen. Gut, wunderbar. So, das war's für heute. Das war mal eine vollständige Funktionsanalyse mit wirklich allem drin, was wir die letzten Stunden gemacht haben, wo ihr jetzt auch mal seht, was bringt das eigentlich alles, das zu berechnen. Denn wie ihr seht, kriegen wir hier eine schon relativ gute Skizze hin mit den paar Informationen, die wir bestimmt haben. Bis dahin, tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.